Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich sollte das hier ein erweitertes Unboxing-Video werden. Also ich wollte was unboxen und dann wollte ich das zeigen und reinigen und machen und tun. Und ja, war es auch ein bisschen, aber dann hat sich irgendwie in der Mitte die Aufzeichnung verabschiedet und so war es dann nur ein halbes Unboxing-Video und ein halbes Reinigungsvideo und das ergab irgendwie dann keinen richtigen Zusammenhang mehr. Und deswegen machen wir jetzt hier die Kurzfassung davon und ich zeige einfach, was ich denn angeboxt hätte, wenn ich es denn gemacht hätte. Und zwar waren es zwei Pakete, die ich eigentlich auspacken wollte und da waren Sachen für den Atari ST drin, nämlich dieses hier. Eine SF314, das ist quasi hier die neuere Bauform. Das ist die alte, kann ich gleich nochmal zeigen. Und das ist ein doppelseitiges Floppy-Laufwerk für den Atari ST. Das war in der einen Kiste, also in dem einen Karton, ohne Zubehör, also ohne Floppy-Kabel und ohne Netzteil. Und ja, das habe ich aufgemacht, gereinigt, geschmiert. Den kleinen Schalter hier für den Schreibschutz gangbar gemacht, weil der irgendwie immer gesagt hat, er will, die Diskette wäre schreibgeschützt, bisschen Kontaktreiniger rauf und ein bisschen betätigt, dann ging das. Ja, und ansonsten funktioniert das Ding. Also man kann das jetzt am Atari ST hier betreiben und es liest, es schreibt, es formatiert. Es ist ein bisschen laut, also es ist ein Direktantrieb und dieser Direktantrieb, der klingt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also ein bisschen lauter, als ich mir das so vorstellen würde. Aber ich denke, das ist, glaube ich, kein Problem. Vielleicht ist da irgendwie ein bisschen Schmuddel-Duddel drin irgendwie unter diesen, da sind ja so Magneten und darüber ist so ein Metallding und vielleicht ist da irgendwas drin. Und das schabt ein bisschen, aber ist nicht schlimm. Ich habe auch Amiga-Floppies, die machen ähnliche Geräusche. Also wird schon passen. Also das Ding funktioniert und das Floppy-Kabel und das Netzteil, das habe ich von aus der anderen Kiste. Ich zeige mal kurz das Netzteil. Das ist hier das Original Atari-Netzteil für die Floppy. Das liefert 5 und 12 Volt. Könnte man jetzt auch ersetzen, habe ich aber jetzt noch nicht gemacht. Ich habe es gemessen. Es war okay. Ich habe es dann ein bisschen geschüttelt, dann hat es geklappert. Dann habe ich es aufgemacht. Das ist hier unten verklebt eigentlich. Also kann man aufknacken. Ich habe es jetzt wieder verklebt, aber ja, kann man halt aufknacken. Und weiß nicht, was genau da drin jetzt eigentlich geschüttelt, gerappelt hat. Ich glaube irgendwie das Kühlblech von den Spannungsreglern. Das war vielleicht nicht mehr ganz fest. Also habe ich das Ding ein bisschen sauber gemacht innen drin. Ich habe den 5-Volt-Spannungsregler ersetzt, weil ich halt das eh gerade offen hatte und gerade einen da hatte. 12 Volt habe ich so gelassen, wie er ist. Da habe ich keinen Ersatz für gehabt im Moment. Und ja, ein bisschen Wärmeleitpaste zwischen Regler und Kühlblech gemacht. Da war vorher keine und wieder zusammengebaut und das funktioniert. Also das war wie gesagt in dem zweiten Paket. Und dieses Kabel hier, das Floppy-Kabel, das ist ein etwas komplexeres Ding. Die sind auch gar nicht so einfach zu kriegen, habe ich festgestellt. Also das war da drin und mit dem ganzen Kram funktioniert diese Floppy. Und was auch noch in dem zweiten Paket war, das ist das hier, ein SF354. Das ist, obwohl es eine höhere Nummer hat, die einseitige Version und zwar die ältere. Das sieht man hier an dieser Schräge und das Laufwerk, was da reingehört, ist dieses hier. Sitzt da nicht drin, aber war es halt. Das Teil hat zwei Probleme. Das eine ist, das ist so ein Riemenantrieb und der Riemen, der hat sich zerlegt. Ich habe im Moment keinen Ersatz. Mal gucken. Kommt bestimmt mal irgendwann einer und dann probiere ich das mal aus. Aber was auch noch ist, hier hatte jemand zwei Schalter reingemacht. Ich habe keine Ahnung, wofür die sind. Und wenn man sich die Platine anschaut, auf die diese Schalter oder an der diese Schalter hängen, dann ist das diese Katastrophe hier. Das ist die Platine für die einseitige Atari Floppy, wie gesagt. Die macht, glaube ich, aus dem eigentlich zweiseitigen hier irgendwas Einseitiges. Deswegen hat die hier, glaube ich, noch so ein Zusatzchip und so Zeug. Ein bisschen mehr, als die Platine hier in dem doppelseitigen hat. Und hier hat jemand zusätzlich Strom angebraten für so einen Molex-Connector. Also, dass man das quasi an so einem AT- oder ATX-Netzteil betreiben kann. Wozu auch immer. Das würde ich einfach rausschmeißen, ehrlich gesagt. Weiß nicht, was das soll. Und was ganz finster ist, ist dieser Drahtverhau hier. Da weiß ich so gar nicht, was das soll. Das verbindet irgendwie die beiden Eingänge hier. Oder das ist ja der Eingang, das ist der Ausgang. Also verbindet die irgendwie so ein teilweise. Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier vielleicht völlig zerbraten ist irgendwie.
Und dass das flicken soll, vielleicht? Keine Ahnung. Muss ich mir mal angucken. Und dann ist die Frage, was machen diese Schalter hier? Ich weiß nicht. Hier ist ein blaues Kabel. Das ist schon ab. Nee, ja, doch, das ist ab hier. Das ist ab. Das ist ab. Keine Ahnung, wo das mal hinging. Man weiß es nicht. Ich habe es nicht abgemacht. Hier kommt ein blaues. Das ging eigentlich mal irgendwo hier in diesen Verbinder. Ich nehme mal an, hier hin, weil hier noch ein bisschen Lötzinn ist. Hier nicht. Hier sind noch zwei frei. Die sind aber nur Kupfer. Da ist nichts dran gewesen. Hier könnte was dran gewesen sein, vielleicht. Und da könnte der dran gewesen sein. Der geht jetzt aber an diesen Schalter. Und hier und das hier. Puff. Ja, Prost, ey. Keine Ahnung, was das soll. Ich weiß nicht, was das soll. Ich würde jetzt eigentlich diese Dinger alle wegmachen. Und dann mal gucken, ob diese Pads hier unten noch leben. Und wenn ja, dann weg mit dem Mist. Und muss ich noch rausfinden, wo dieser blaue eigentlich hingehen sollte. Mutmaße mal, wie gesagt, an diesen freien hier. Aber ja, muss ich mal gucken. Das findet man bestimmt irgendwie raus, wenn man sich den hier anguckt. Ja, schaue ich mal. Ja, genau. Der geht neben den. Ja, der ging hier dran. Da kommt der blaue wieder dran und den ganzen restlichen Drahtverhau hier, den mache ich weg. Und dann. Dann weiß ich auch nicht, ob das dann funktioniert. Ja, also das sind die beiden Käufe. Ein funktionierendes SF314 und ein nicht funktionierendes SF354. Das war allerdings auch tatsächlich als defekt verkauft, also von daher passt das schon so. Das habe ich eigentlich hauptsächlich gekauft für das Kabel hier und das Netzteil. Das soll es dann gewesen sein an der Stelle. Wie gesagt, leider kein Unboxing. Kann nur kurz zeigen, was hier ist. Und ja, so, also wie eben angekündigt, hier noch ein kurzer Nachtrag zu diesen Diskettenlaufwerken. Und zwar primär zu diesem hier, also zu dem einseitigen, was nicht funktionierte. Zu dem doppelseitigen kurz kann man sagen, ja, das ist immer noch irgendwie ein bisschen lauter. Und ja, das ist beim ST, finde ich, ein bisschen eine komische Eigenschaft. Und das macht es ein bisschen lästiger, als es eigentlich sein müsste mit der Lautstärke. Ist, dass wenn man auf die interne Floppy zugreift und das dranhängt, dann läuft das trotzdem an. Und dadurch macht es halt immer Geräusche, auch wenn es eigentlich gar nicht müsste, weil es gar nicht liest. Aber ja, ist nicht so schlimm. Aber irgendwas ist da nicht hundertprozentig. Aber wie gesagt, es liest alles, es funktioniert alles. Ich denke, es ist wahrscheinlich irgendwie das Lager von dem Motor vermutlich. Oder es ist tatsächlich irgendwo Dreck drunter. Aber. Ja, es geht. Also es funktioniert. Ansonsten ist an dem Ding nichts weiter oder da ist nichts weiter mit passiert. Gehen wir es mal zur Seite. Mit diesem hier ist aber was passiert. Und zwar habe ich, wie ich eben schon, also eben ist relativ, ich nehme das hier ein paar Wochen später auf, weil einfach es so lange gedauert hat, die Teile dafür zu kriegen, beziehungsweise den Gummiring, sage ich gleich was zu. Ja, ich habe diesen Drahtverhau, den man da gesehen hat, auf der Platine komplett weggemacht. Und es ist so, wie ich da schon befürchtet hatte. Die Pads von dem, also das war ja hier, ist jetzt halt schon zugemacht, aber hier war ja dieser ganze Drahtverhau an diesem Outport dran und ging irgendwie rüber zu dem Inport und zu anderen Punkten auf der Platine. Und das war, also da war glaube ich noch ein Pad da oder zwei vielleicht und der Rest war komplett weg. Ich weiß nicht, was da jemand gemacht hat. Also ich finde, der Port an sich sieht mir nicht so aus, als hätte man den getauscht. Also auch innen nicht. Aber irgendwie hat man diese ganzen Pads weggebraten. Ich habe keine Ahnung, warum oder womit. Ist mir ein Rätsel. Aber gut, die waren alle weg. Aber dieser Drahtverhau war ja nicht mehr nachzuvollziehen. Also habe ich den Drahtverhau weggemacht, habe die Leitungen geguckt, wo die lang gehen, habe die Kabel neu gezogen. Da waren auch Leiterbahnen durchtrennt. Die habe ich wieder quasi überbrückt. Ich nehme an, das war wegen der Schalter hier. Ich weiß bis heute nicht, was diese Schalter für einen Sinn hatten. Ich kann mir das nicht zusammenreimen. Vielleicht konnte man damit irgendwie eine hier an Kaskade angeschlossene Floppy abschalten noch zusätzlich. Oder diese hier auch. Aber ich meine, man kann ja auch hier. Also ist mir nicht klar. Ist mir wirklich nicht klar. Es ist ja nicht mehr Komfort hier zu schalten als hier. Keine Ahnung, was das sollte. Auf jeden Fall war es absolut komplett zerbraten. Ich habe es geflickt, wie gesagt, neu gemacht, aber dadurch, dass alle Pads kaputt waren, fast alle, gewinnt das keinen Schönheitspreis mehr, egal was man anstellt. Ich mache hier ein Foto hin, wie es jetzt aussieht. Sieht besser aus als vorher, meiner Meinung nach. Funktioniert auch, aber ist ja wirklich unschön gelaufen, was derjenige da mal mitgemacht hat, vor Jahrzehnten wahrscheinlich mal. Ansonsten.
ist das kein Direktantrieb. Das ist hat so einen Gummiring drin und der hat sich über die Jahrzehnte komplett aufgelöst. Wie die das so machen, diese Gummiringe, es war nur noch schwarze Pampe, die da irgendwo drin rumklebte. Die habe ich entfernt und dann habe ich einen neuen Gummiring bestellt. Und weil ich nicht wusste, welche Maße der haben muss und ich das nirgendwo gefunden habe, habe ich einfach in Großbritannien einen bestellt, der halt explizit dafür ist. Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Sendungen aus Großbritannien dauern ja ewig. Hat nichts mit dem Brexit zu tun, war vorher auch schon so. Ich weiß nicht, was sie damit machen, aber es dauert ewig. Und dann hat auch noch der Zusteller in seiner Güte den Brief einfach gar nicht in den Briefkasten geschmissen, sondern einfach irgendwo auf dem Weg. Und dann hat der Nachbar den eingesammelt und mir in den Briefkasten gesteckt. Entsprechend sah der dann aus. Aber jetzt ist der Gummiring da und ja, das funktioniert mit dem Ring. Und was auch noch in der Anzeige bei eBay stand für dieses Gerät war, dass es kreischende Geräusche macht. Und das stimmt. Das hat ganz fürchterlich kreischende Geräusche gemacht. Also ich habe das eingeschaltet, da war der Ring noch nicht drauf und habe das angemacht. Das war wirklich ein erbärmlicher Lärm, der da rauskam. Und da dachte ich schon, ja gut, also das war's für den Motor. Aber nee, war es nicht. Ein paar Tropfen Öl einfach in den Motor, also in diese Spindel von dem Motor und dann war Ruhe. Das ging ruckzuck. Vorher wildes Gekreische, jetzt ist das Ding so leise, dass man es fast nicht hört. Ja, keine Ahnung, was da war. Aber wie gesagt, mit der geflickten Platine und dem neuen Ring und dem geölten Motor ließ das jetzt einwandfrei. Ja, das als Update zu diesem Laufwerk ist halt ein einseitiges Laufwerk. So richtig viel kann man damit nicht machen. Es ist eigentlich mehr so aus historischen Gründen vorhanden, finde ich. Aber ja, ganz, ganz cool. Was ein bisschen blödsinnig ist, aber gut, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit, ist, dass sie hier die Stromanschlüsse getauscht haben. Also der eine ist so rum und der andere so rum ist hier auch. Also die gesamte Platine ist verdreht bei diesen Laufwerken. Das heißt, wenn man jetzt so Stecker hat, wie ich das zum Beispiel für das Netzteil habe, wo dann Top draufsteht, dann stimmt das für die doppelseitige, aber nicht für die einseitige. Für die einseitige ist Top dann unten. Ja, was irgendwie auch stimmt, weil die Diskette wird ja auch von unten beschrieben. Naja, wurscht. Also, in diesem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.